Was wollen Sie da machen? Die Straße ist nun mal nicht breiter. Und eine Andeutung vom Bürgersteig muss man wenigstens lassen. Man müsste einfach sagen können, das Haus hier muss weg und das hier und von dem hier die Hälfte. Dann wären wir aus dem Schneider. Nur sind die leider festgeklebt. Das sagen Sie mal, Herr Dr. Eckes vom Denkmalschutz. War ja auch nur ein Spaß. Aber wenn man das hier so am Modell sieht... Ja, da hat schon mancher sein städtebaurisches Talent entdeckt. Am Modell. Erst einmal alles abgerissen und ein paar schöne Hochhäuser hingestellt. Möglichst 40 Stockwerke. Ja, und dann machen Sie ihn fertig, in aller Öffentlichkeit. Dafür gibt es dann wenigstens Straßen, die breit genug sind. Ja, und was ist mit dem Fremdenverkehr, Herr Grill? Die Leute kommen doch nicht her, um sich Hochhäuser anzuschauen, sondern unser mittelalterliches Städtchen. Ich habe mich neulich mit einem englischen Ehepaar unterhalten. Wie machen Sie das? Ja, die Spitzen höre ich gar nicht, Herr Grill. Also, Sie sind extra gekommen, weil Sie auf einem Prospekt unsere schönen Fachwerkhäuser gesehen haben. Das ist doch wunderbar. Ja, weil wir mit seinem Wohnanhänger beim Rathaus um die Ecke abbiegen wollen. Da kommt so ein Tankwagen, so ein Monstrum ihm entgegen. Und er kann weder vor noch zurück. Und was hat er gesagt? Einmal und nicht wieder. Er hätte ja irgendwo außerhalb parken und sich die Altstadt dann zu Fuß ansehen können. Hätte er, aber er hat nicht. Fest steht jedenfalls, dass die LKWs uns die Fremden vertreiben. Nicht die LKW, unsere engen Straßen. Frau Schumann, meine Herren, bevor wir zum eigentlichen Sitzungsthema kommen, möchte ich Sie kurz über den gegenwärtigen Stand unserer Verhandlungen mit der Firma Störner unterrichten. Die Chancen für die Trassierung der Umgehungsstraße am Schönblick sind im Augenblick besonders groß. Die Firma Störner bietet uns ihr gesamtes Gelände dort oben zu einem äußerst günstigen Preis von 5 D-Mark pro Quadratmeter an. Sie verlangt dafür die Trassenführung so, dass die Umgehungsstraße in unmittelbarer Nähe des Werkes in die Ludwigstraße einmündet. Etwa 30% des benötigten Geländes befindet sich in der Hand verschiedener Privatbesitzer. Aber auch hier bestehen Möglichkeiten für uns, tragbare Preise auszuhandeln. Das ist also der gegenwärtige Stand. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ich möchte Sie noch bitten, diese Mitteilung vertraulich zu behandeln. Schließlich ist die Planung noch nicht zu Ende und außerdem muss das alles noch in den Ausschüssen behandelt werden. Danke. Herr Anton? Sie wissen alle, dass das Thema Umgehungsstraße oder nicht schon seit 40 Jahren ein heißes Eisen ist. Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn man in der Öffentlichkeit erst darüber spricht, wenn die Planung unter Dach und Fach ist, um Schwierigkeiten zu vermeiden, die durch zu frühe Veröffentlichung entstehen können. Ich dachte, ich hätte das bereits angedeutet. Aber eben nur angedeutet. Danke, Herr Anton. Noch jemand? Dann schlage ich vor, uns die Situation anhand des Planes noch einmal vor Augen zu führen. Tja, wo? Da können Sie mich mit Ihren treuen Augen angucken, solange Sie wollen. Die Aktennotiz ist weg. Nein, Herr König muss sie mitgenommen haben. Ja, ich brauche es aber jetzt. Na ja, wird ja gleich wiederkommen. Da ist sie ja. Was? Wenn ich sie nicht hätte. Übrigens haben Sie dem König schon gesagt, dass ich die Versammlung vom Haus- und Grundbesitzerverein übernehme. Ja. Na und? Er hat gemault, weil er immer die Hausfrauen Nachmittag gekriegt und sie sich den Haus- und Grundbesitzerverein heraussuchen, wo immer besonders gut getafelt wird. Ach, das stimmt doch alles gar nicht, das ist alles nicht wahr. Aber wenn er sich schon mal den Bauch vollschlagen will, bitte. Ich habe sowieso was Wichtigeres. Also Freitag 18 Uhr, Haus- und Grundbesitzerverein Grönig. Freund Krämer? Ja? Gibt's einen Kaffee? Ach. Ja, und noch was? Ja? Sie sind doch mit der Lambert befreundet. Ja, was man so befreundet nennt. Wir kennen uns vom Tennisclub her. Wieso? Ich bin dahinter was her. Die Lambert sitzt doch beim Sterner im Büro. Ja, schon mindestens ein Jahr.
muss doch irgendwo noch der Zucker sein. Irgendwas ist da nämlich im Gange zwischen der Stadt und der Firma Stern, aber es ist nichts Genaues rauszukriegen. Die Mauern. Ich habe schon im Werk versucht, so hier nichts zu machen. Ja, und bei der Stadt? Auch nicht. Ach, da ist er ja. Ich hätte doch gewusst, dass hier noch Zucker sein muss. Nicht mal der Grill hat was rausgelassen. Das will allerdings schon was heißen. Der Nack muss dich ganz schön in die Zange genommen haben wegen der Umgehungsstraße. Alles macht plötzlich auf Top-Secret, im Werk und in der Stadt. Ach, und da meinten Sie, ich soll mal bei der Lampe so ein bisschen auf den Busch klopfen, ne? Ja, habe ich für einen Augenblick gedacht, aber wahrscheinlich ist das auch verkehrt. Die Lambert weiß ja schließlich, dass Sie bei mir am Anzeiger sind, ne? Ja und? Ich kann ja mal ganz dumm fragen, wie die Herren mit den Ergebnissen der Gemeinderatssitzung zufrieden sind. Naja, und dann merke ich schon was an der Reaktion. Ja, probieren können wir es ja mal. Aber ich habe noch eine andere Idee. Machen Sie mir mal eine Verbindung mit der Schumann. Ja, gleich oder erst der Kaffee? Ich denke, das ist schon Arbeit. Ja, ja, schon, aber es dauert noch einen kleinen Moment. Haben Sie das gleich schon lange? Auch schon ewig. Schumann? Tag, Frau Schumann. Hier ist Schüssler. Ah, Herr Schüssler. Störe ich? Stören. Sie haben Glück, ich war schon auf der Treppe. Na, wunderbar. Liebe Frau Schumann, Sie sind doch immer so für Information der Öffentlichkeit und... Ja, und? Wie hat man sich denn gestern in der Sitzung mit dem Stellerwerk geeinigt? So zieht man den Leuten die Würmer aus der Nase. Ist Stellerwerk mit der Stadt schon einig? Dann fragen Sie ihn doch am besten selber. Ach, machen Sie mir es doch nicht so schwer, Frau Schumann. Hat man sich nun für die Trassenführung Schönblick entschieden oder nicht? Also von Schönblick habe ich kein Wort gesagt. Vielen Dank. Aber schließlich wollten wir doch die ganze Siedlung betroffen. Herr Schüssler, Sie wissen genau, dass ich... Sie haben ja auch gar nichts gesagt. Sie wissen genau, dass ich für die Unterrichtung der Öffentlichkeit bin. Aber es hat doch keinen Sinn, jetzt schon Stimmung zu machen. Frau Schumann, ich verstehe die ganze Geheimniskrämerei nicht. Na wieso, das ist doch keine Geheimniskrämerei. Frau Schumann... Herr Schüssler, ich muss jetzt weg. Vielen Dank, Frau Schumann. Wiedersehen. Wiedersehen. Frau Schumann. Ach, guten Tag. Ach, Sie sind's. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber hinter der Wäsche da... Na, na, was kriegen Sie? 1,50 Mark. Ja. Stimmt so. Vielen Dank. Und hoffentlich wird sie bald wieder gesund. Wieso? Die Madame. Ach so, ja. Einmal kann man sowas ja machen. Also, wie meine ihr Fünftes gekriegt hat, da habe ich auch mal einen ganzen Kessel mit Wäsche gekocht. Ne? Also dann nichts für ungut. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Herr Schumann. Ja? Man darf's nur machen, wenn Sie krank sind. Sonst ist man verraten und verkauft. Da haben Sie recht. Also dann. Ja, wiedersehen. Eurem Witzbold. Na? Na? Sag mal, warum bist du eigentlich nicht krank? Hä? Warum du nicht krank bist? Der kleine Ulrich hat's nämlich ausdrücklich verlangt. Ich verstehe Bahnhof. Komm, setz dich erst mal. Ich erkläre dir es gleich. Ich will jetzt wissen, warum ich krank zu sein habe. Weil ich die Wäsche aufgehängt habe. Ach so. Der hat sogar mal einen ganzen Kessel voll Wäsche gekocht, als sein Fünfter auf die Welt kam. Was hat er denn beim 9. gemacht? Das fragst du dann am besten das nächste Mal. Du, übrigens hat der Schüssler vom Anzeiger um 4 angerufen. Was, schon wieder? Hm? Na, dem habe ich doch heute Morgen erst gesagt, er soll sich seine Informationen woanders holen. Na, wahrscheinlich hat er das auch. Ach. Na, hoffentlich veröffentlicht er die nicht.
Das war ja schließlich streng vertraulich, was da besprochen wurde. Streng vertraulich? Da will ich dir mal sagen, wie vertraulich das war. Was meinst du damit? Die Stadt glaubt, dass sie mit dem Störner einig wird über den Geländepreis für die Umgehungsstraße. Das stimmt doch gar nicht. Wer erzählt denn sowas? Im Büro gehört. Das ist doch ein dicker Hund. Erst heißt alles streng vertraulich und nachher redet die halbe Stadt darüber. Halbe Stadt? Jetzt übertreibst du wieder mal. Ja, was sagt man denn? Zum Beispiel, dass der Störner nur deshalb sein Gelände so billig abgibt, damit die Umgehungsstraße direkt an seiner Fabrik vorbeiführt. Das ist ja logisch. Und weiter? Dass die Leute vom Schönblick nicht so früh Wind von der Sache kriegen sollen. Die Sache mit dem Schönblick ist etwas problematisch. Etwas problematisch? Na. Stell dir mal vor, du hättest 10 oder noch mehr Jahre gespart und so einem kleinen Häuschen im Grünen geträumt. Und dann hast du es endlich, bist richtig stolz und glücklich. Eines Tages wird da so eine Straße vorbeigezogen und die dicken Brummer, die brausen vorbei in 10 Meter Entfernung, dass das ganze Häuschen wackelt. Von der verpesteten Luft mal ganz zu schweigen. Möchte ich dich mal sehen. Ja, es stimmt schon. Es ist ein Unding. Aber wenn wir den Plan jetzt aufgeben und müssen wir wieder 10 Jahre warten. Du weißt genau, wie hoch verschuldet wir sind. Natürlich wäre es am vernünftigsten, wenn wir zur menschlichsten Lösung griffen und Geld dabei keine Rolle spielen dürfte. Aber die billigste und die menschlichste Lösung, das geht nun mal selten zusammen. Sicher. Aber entscheidend ist doch hier ganz was anderes. Wir sollen in aller Heimlichkeit die Pläne fertig gemacht werden, damit nachher möglichst keiner mehr auf die Idee kommt zu protestieren, wenn sie auf dem Tisch liegen. So, jetzt habe ich Hunger. Hast du dir ja auch verdient. Ja? Ja, soll reinkommen. Tag, Heinz. Tag. Setz dich. Danke. Brauchst du was? Ja, danke, aber meine Sorte habt ihr ja doch nicht. Auch gut. Was sagst du dazu? Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, Heinz. Du siehst, wenn es brennt, bin ich da. Also wollen wir überlegen, was zu machen ist. Was zu machen ist? Das kann ich dir sagen. Wir bauen unser Zweitwerk nach Kattingen. Da guckt denn die Röhre. Ich bin ja über diese Indiskretion genauso empört wie du. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Was meinst du, was der Alte dir erzählt, wenn er zurückkommt? Wo ist er denn? Südamerika. Sag mal, wie ist dieser Schlüssel überhaupt zu den Informationen gekommen? Man setzt sich über die elementarsten Rechte der Bürger hinweg. Interessen der Industrie haben Vorrang. Entscheidungen längst gefallen. Mein lieber Mann. Was willst du machen? Passiert ist passiert. Bei uns ist jedenfalls nichts rausgegangen. Die undichte Stelle muss bei euch sein. Tja, ich habe ja auch so meinen Verdacht. Und? Die Schumann ist so eine unsichere Kandidatin. Wenn die auch nur das Gefühl hat, dass die Öffentlichkeit nicht gleich und über alles informiert wird, läuft die auf Hochtouren. Also, ich habe noch ihren Vater gekannt. Der war ganz in Ordnung. Oh, so habe ich es doch nicht gemeint. Das ist so eine Idealistin. Aber keine Angst, Heinz, das kriegen wir schon wieder hin. So ganz angenehm war es Ihnen nicht, dass der Artikel erschienen ist. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?